Ja, sind aufgewachsen in einer großen Familie. Das ist heute ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen in einer so großen Familie aufwachsen. Was hat Ihnen ja das so für Ihr Leben mitgegeben, in einer großen Familie aufzuwachsen? Es hat mich nur Positives gegeben. Ich habe so viel Glück, dass ich dann halt bei der Kelly-Familie geboren bin, sonst wäre ich heute Abend nicht hier. Und dass ich dann halt 11 Geschwistern haben darf. Meine Eltern sind leider nicht mehr da. Und zusammen als große Kelly-Family, früher insbesondere in der Zeit, wo wir sehr arm waren, wenig hatten. Aber wir hatten viel. Wir waren reich zusammen. Und wir waren glücklich. Und es war eine tolle Zeit hier in Trier oder in Koblenz oder in Berlin oder in Madrid auf der Straße spielen zu dürfen, viele Menschen kennenlernen zu dürfen. Es war Wahnsinn. Es war wirklich ein Geschenk fürs Leben. Das kann man sich nicht vorstellen. Meine Eltern haben wirklich vor 40 Jahren was gepflanzt, was ich heute noch von ernten darf. In einem Interview, das ich gesehen habe, haben Sie erzählt, dass die jungen Kellys, also Ihre Kinder und die Kinder Ihrer Geschwister, so ein bisschen nachrücken und jetzt auch Karriere oder auch, gibt es denn vielleicht so eine, Kelly Family Young Generation oder sowas? Gibt es da so Planungen von ihren Kindern und ihren Nichten und Neffen oder sowas? Es sind insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 7 oder 28 Nachzügler. Und die drücken. Die machen Druck und die wollen uns weg haben. Die wollen die Bühne übernehmen. Und die werden uns irgendwann überrollen. Und das ist auch gut so. Es gibt eine ganze Reihe von Enkelkindern, die wirklich musikalisch kommen und auch stark sind und die sind frisch und leben das und werden halt quasi diese Erbe von der Kelly Family, ich glaube, wirklich eines Tages weitertragen. Und das ist, ich glaube, das, was meine Eltern sich gewünscht hätten und das, was ich mir auch wünsche und freue. Natürlich nur diejenigen, die auch selber wollen, freiwillig. Und Angelo zum Beispiel, seine 5 Kinder, die machen Musik und das ist so Hammer zu sehen, die Älteste und der Jüngste. Und genau, ich habe 4 Kinder und die 3 machen Musik. Schön. Ja. Also wird das Erbe weitergegeben? Ja, die werden gezwungen. Wir sind auch gezwungen worden. Ja, ist ja auch interessant, das habe ich jetzt bei den Bildern auch nochmal mir überlegt. Also Musikgeschäft ist ja oft auch ein brutales Geschäft. Also es gibt diese One-Hit-Wonder, also auch von Leuten, Michael Jackson ist ja an sich jetzt, heutzutage würden wir sagen, manchmal tragisches Beispiel. Ne? Es gibt ja viele Radiosender, die gar nicht mehr Michael Jackson spielen und so. Aber ich finde, Sie haben es geschafft, Ihre Familie in diesem doch sehr wechselhaften Geschäft der Musik Beständigkeit zu wahren. Und auch es gibt, glaube ich, nicht viele Skandale oder sowas, also Exzesse oder sowas. Aber ich bin noch nicht so, also in diesen Dingen nicht so informiert. Vielleicht wissen hier andere die Leute was anderes. Also ich muss zugeben, ich habe auch nie Bravo gelesen. Das war irgendwie auch nicht, das gehört leider nicht zu den Menschen, also die das getan haben. Hat das vielleicht auch Ihr Vater Ihnen so ein bisschen mitgegeben, in diesem wechselhaften Geschäft der Musik auch eine gewisse Beständigkeit oder im Marathon Durchhaltekraft zu geben, nicht direkt aufzugeben? Ja, also meine eigene Familie, ich habe 4 Kinder und ich halte meine Familie von der Öffentlichkeit komplett weg. Wir machen keine Homestories, nichts. Der Einzige, der jetzt kommt in der Öffentlichkeit, ist mein ältester Sohn, der wird 19. Und als er fast volljährig war, entscheidet er selber, ob der halt dabei sein will. Er ist selber seit vielen Jahren Sportler und ein sehr guter Sportler und ist ständig, sag ich mal, in der Region, in der Zeitung, wegen seiner Leistung, wegen seiner Siege und seinen Wettkämpfen und nicht wegen mir. Und der begleitet mich seit sehr vielen Jahren bei den Wettkämpfen, die ich mache. Und mittlerweile selber ein starker Läufer und er hat viel Erfahrung. Und natürlich ist es ein Traum, wenn man halt mit seinen Kindern eine Leidenschaft teilen kann. Vorausgesetzt, die wollen das. Ich bin aber nicht der Trainer meines Sohnes, sondern halt, der ist im Verein, ganz normal. Und ich empfehle immer, sag, bitte mach weniger. Weil es macht mir natürlich als Vater Angst. Und das ist natürlich toll.
Und manche von meinen Geschwistern machen es anders. Die haben halt quasi doch die Öffentlichkeit für ihre Familie so akzeptiert oder machen das. Und das respektiere ich auch, aber ich mache das anders. Zu Marathon und meinem Vater, ja, mein Vater hat ein Leben lang, sag ich mal, zwar kein Marathon gelaufen, aber trotzdem hat er jeden Tag einen Ironman gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass wir als Familie zu essen haben, dass wir Schutz haben, dass wir weiterkommen und erzogen. Meine Mutter natürlich auch, aber leider sehr früh gegangen. Und deswegen war mein Vater definitiv alle Werte, die in einem Marathon drin sind, hat mein Vater gelebt.